Ich begrüße euch zurück zur Nacht in Black and White 2 Battle of the Gods. Gods, sag ich immer. Gods, es ist von Gods, ey. Nee, das, wir sind zurück. Oh, Schildi winkt. Hallo, Schildi. Na, wie geht's? Ah, sie freut sich, obwohl sie so... sie guckt ein bisschen bescheuert. Ja, sie beömmelt sich gerade. Ja, lustig. Gleich ist das Lachen vorbei. Wir führen Krieg. So, und zwar, wir haben unsere Armeechen hier aufgestellt. Haben noch dieses große Dörflein vor uns, diese große Stadt, die so lustige Pfeile hier um sich schießt. Armeetechnisch sieht es jedoch eher schwach aus. Die sind, ja, wahrscheinlich kommen die dann immer erst aus den Augenblicken da raus, wo wenn wir da angreifen. Sie ist gut dabei, sie tanzt über unsere Leute durch. Einfach mal durch, ist ja kein Problem, gerade mit dem stacheligen Körper, kein Problem. Da sieht man immer, die verbrauchen Essen. Das stimmt, die Armeen verbrauchen doppelt so viel Essen wie die normalen Bürger. Von daher müssen wir immer ein bisschen aufpassen, was wir denn da machen. Wie viele Armeen wir eigentlich immer idle irgendwo rumstehen haben. Und dass wir entsprechende Versorgung dabei haben. Hier kann ich weitere Armeen bauen, theoretisch. Ich will mal eben gucken, wie viele Männer haben wir. Wir haben keine Männer, okay. Ich wollte gar nicht bauen. Kann man das nicht auflösen, wenn man das erst hingeflatscht hat? Ich will doch keine Armee mit 5 Leuten haben jetzt hier. Hallo? Weg damit. Okay, ihr habt ein paar Tipps geschrieben unter den letzten Videos, allerdings konnte ich die nicht lesen, weil YouTube gerade ein paar Probleme mit der Video mit der Kommentierfunktion hat. Entsprechend, ich habe dann irgendwie... Ich glaube, einen Kommentar habe ich lesen können, dass ich übertreiben soll hier, das was auch mein Plan ist. Aber mehr leider nicht, deswegen kann sein, dass ich das jetzt völlig falsch mache. Aber ich versuche einfach mal mein Bestes. Wir übertreiben in der Form jetzt, dass wir halt alles größer machen sollen oder größer machen, als es eigentlich angebracht sein könnte oder zumindest den Eindruck hat. Und zwar, ich werde einfach mal von vorne angreifen wollen. Hier sind zwar Leute auf der Mauer drauf, aber wenn wir Schilde jetzt nochmal eben beibringen, dass sie die Mauern einfach mal zertrümmern soll, wie sonst was, das war auch als Möglichkeit angeführt worden, dass, warum sie nicht die Mauern zerstören konnte da hinten. Will ich mal eben das einstellen, nach Möglichkeit, wo ist sie denn? Da, lernen. Mauern, wo sind denn die Mauern hier? Da sind Mauern. Manchmal schlafe ich neben Schlafen, nein... Helfe, Mauerbau, ich greife feindliche Mauern an. Habe ich vollkommen angestellt, das heißt, daran kann schon mal nicht gelegen haben, dass Schildi nicht hier hinten rauskommen konnte. Andere Theorie war, es lag daran, dass ich sie an der Wand angeleint habe, was ich ja auch nicht ständig gemacht habe, sodass sie nicht angreifen konnte, weil sie da halt festgeleint war. Naja, wir schauen einfach mal weiter, wie es denn hier weitergehen könnte. Die Kreatur des Gegners ist hier vorne, sie freut sich vielleicht, ich weiß nicht genau. Im Moment kratzt sie sich am Bauch, also das, was der Bauch gewesen wäre. Die sieht halt ein bisschen untot aus. Und ich hätte immer noch gerne eine einfachere Funktion, hier die Dinger hier mal anzupacken. Ach, jetzt habe ich... Warte. Welche ist denn das jetzt? Ich habe... 3 ist das Katapult. Okay, man hat das doch auf den Tasten hier. Das ist, was ist das hier? Das ist die für 6, habe ich da? Und die 7 ist das hier. Das ist okay. Das geht. Schildi macht keinen Unsinn, ne? Du hier kommst zurück. Trotzdem ist es mit den Zahlen, ich finde das mit den Zahlen ein bisschen durcheinander. Die kann man ja auch nicht austauschen untereinander, ne? Die 7 hätte ich gerne, die Fernkämpfer hätte ich gerne auf den Typen hier. Keine Ahnung, ob die Armeen groß genug ist. Größer kann ich die gerade nicht machen, weil haben wir ja gerade gesehen, wir haben keine Männer mehr. Deswegen einfach mal schauen. Das sieht aber gut aus. Sie steckt ordentlich ein, unsere gar nicht. Unsere ist auch sogar größer und voluminöser und hat mit dem Panzer einen guten Panzer. Zum Aushalten dabei. Ist sie kaputt? Das ging aber schnell. Ja, sie freut sich auch. Oh, Schildi hat noch nicht mal was abbekommen hier. Machen wir es so. Ich hoffe mal, dass der andere, der Gegner, der Feind... jetzt nicht plötzlich einen hier auf... Die greifen mal hier die Mauer an, dass der nicht plötzlich wieder sein Lavawunder auspackt. Das finde ich voll ungeil. Schildi, kommt her. Los!
So, und die anderen kommen jetzt einfach mal nach vorne. Der kommt dahin. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das gerade ist. Ja, ich beachte dich doch, liebe Schildi. Ist kein Problem. Alles ist gut. Kriegst nachher ein Leckerli. Vielleicht, wenn du gewonnen hast. Ich weiß ja nicht, ob du gewinnst. Du verhungerst. Ja, ach, das sagen sie alle. So, das kann da angreifen. Das ist sehr gut. Aha, aha, aha. Oh, guck mal. Das machen wir jetzt ein paar Mal, dann ist das schön. Habe ich denn nicht noch ein zweites von? Hier, guck mal, da auch noch. Habe ich da nicht ein zweites von? Ich habe da ein zweites von. Wo ist es denn? Da ist es. Das nehme ich nämlich mit und das darf dann gerne die andere Seite angreifen. Wobei, das darf einfach hier oben mal herkommen. Weil die Dinger sind auch gegen die Menschen hier gut, wie man sehen kann. Oder gegen die Untoten. Oh, das ist aufgestiegen. Es schießt mit Feuerbällen. Ach, wie geilomatisch ist denn das? Los. Das ist aber Deluxe. Ach, guck mal, die Leute hier. Wenn die aus der Mauer hier rauskommen, dann können wir die auch wegbrennen hier, die Leute. Schildi, was machst du? Du spielst jetzt mit diesen Menschen. Ja, ist schön. Hat das Ding getroffen? Das Katapult? Oh, ey. Das ist super, das Katapult. Schildi, komm her. Ich bin bereit. Ich muss einfach nur die Mauer hier säubern. Dann kann, dann, ja, dann hier, hey, da das, was wer. Dahinter ist, ist egal. Machen die das Tor auf? Nee. Oh, hier vorne auch. Alles kaputt. Kommen jetzt, die kommen hier unten lang. Wollen die wirklich da unten lang? Während ich hier gerade das Hauptdorf angreife. Ich meine die Hauptmauer. Ein bisschen zur Seite hier. Da ist doch nichts mehr. Was macht sie denn da? Das andere Katapult ist ein bisschen lahmarschig unterwegs. Aber ist, denke ich mal, kein Problem. Hier, zack. Das kann auch ein bisschen vor. Ich hoffe, es gibt keine Probleme. Natürlich. Dass die Bogenschützen da plötzlich eingreifen. Aber das ist echt schön mit dem Katapult. Komm, hier, mach die Mauer einfach mal ganz kaputt. Aber mach sie fein. Wenn jetzt kein Schildi kommen. Jetzt bewässert der hier die Mauer oder wie ist das los? Jetzt kann sie nämlich hier nochmal randalieren. Hier vorne sind die zwar noch, aber... du kannst ja nicht. Ja, du bist schon wieder angeleint. Aha, aha. Aha, auf einmal geht das. Interessant, also doch mit dem Anleinen, das war der Fehler. Das war etwas ungünstig. Hier, das Katapultchen hier, das kann mal hier die Seite angreifen. Da, weil dann sind die Viecher auch weg. Und die Katapulte des Gegners sind doof. Die schießen aber gerade auf die Mauer drauf, ne? Die schießen auf die Mauer drauf. Das ist schön. Da kann sie dann nämlich gleich mal durchrennen. Hier kommen, treff. Katapult. Hier, wo bist du? Wo schießt du hin? Das kommt nichts an. Schildi, du darfst mal weg. Dann kommen die Typen da raus. Wir haben ja unsere Fernkämpfe, wir haben das Katapult auch. Verdammt, nee, das Katapult muss zurück. Die anderen müssen das machen. Das Katapult muss leben bleiben, das ist super. Aber das, oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, ist ja gut. Ach, da kommen jetzt die Gegner. Was macht sie denn da? Hier, das Katapult kommt zurück. Die Nahkämpfer kommen nach vorne. Die kommen auch nach vorne. Das sieht ganz gut aus gerade. Das sind so Einzelne, die jetzt hier kommen. Ja, hier. Das ist echt ganz gut gerade. Glaube ich, behaupte ich. Die Katapulte machen gerade mal gar nichts. Aber ist, glaube ich, auch etwas schwierig. In diesem Gemetzel nicht die Falschen zu treffen. Aber es sieht echt ganz gut aus. Ich meine, der Gegner hat ja sonst nur ein paar Katapulte noch und eine kleine Armee. Das ist es eigentlich. Hier, bitteschön. Nein. Wer hält da jetzt wen? Ich weiß es nicht. Aber die Fernkämpfer sind gerade mal schlecht dabei. Angreifen. Fernkämpfer kommen nach hinten.
Schildi könnte noch ein bisschen aktiver gewesen sein. Aber nö. Sie darf in das komplett ungeschützte Dorf jetzt reinlatschen. Hier. Was stand da? WTF oder Wirf? Komm, hier, sie darf erstmal hier die Leute nehmen. Was, wie, du kommst da nicht hin? Klar kommst du da hin. Darfst du mal einen Gegner nehmen? Das war ein eigener, ne? Essen. Verknusen. Hier nochmal einer. Dann hast du wenigstens was zu essen hier. So, und jetzt hier die Katapulte. Wir haben noch unsere Mannschaften hier. Die sind aber alle ein bisschen geschrumpft. Los, jawohl. Ich bin bereit. Natürlich. Los, Jungs. Natürlich. Die Armeen sind echt ein bisschen geschrumpft. Kann sie da nicht hin? Da komme ich nicht hin. Warum nicht? Kannst du nochmal hier die Mauer kaputt machen? Oder hier die Mauer? Achso, nicht anleihen, sonst geht das nicht. Du musst da doch durchkommen hier. Oder wir nehmen nochmal das Katapult und kloppen damit die Geschichte hier, das Tor kaputt. Dann ist das zumindest auch frei. Oh, siehst du mal hier die kaputt. Da kommt noch eine Armee, ich muss nach hinten. Ach, der Gegner ist jetzt hier auch noch mit dabei. Was macht der denn da? Ach, das ist ein Typ. Das sehen die als Herausforderung. Ja, sie darf da mal so hin. Schildi, hier, da darfst du hin. Die kommen doch an uns ran hier, das ist doch Käse. Hm. Ja, mach was. Schildi! Sie muss kämpfen. Kämpf. Soldat. Das sieht ganz gut aus, wir schaffen das. Wobei ich den Eindruck habe, dass das frühe Ausschalten per Fernkämpfer immer noch am effektivsten ist. Aber es geht halt nicht mit allen. Das ist das Problem, sonst könnte man das ja ständig machen. Die kommen da durch, das muss da auch durch. Hier kommen, das kommt dahin. Die Nahkämpfer, diese paar, ich würde die gerne zusammenführen. Als Gruppe. Hallo Schildi, hier die anderen auch. Die wollen auch was. Die greifen jetzt die letzten auf der Mauer an, das ist auch cool. Hier ist die Mauer komplett weg. Schildi, nein, da. Ah, das ist, okay. Hier kommen, die dürfen da jetzt hin, die dürfen da per Hand hin. Hat der Gegner denn neue Armeen schon hier am Start? Ich glaube nicht. Das heißt, ich schlänge mich einfach mal mit den Typen hier lang. Angreif nicht, ich möchte hier erobern. Erobern? Ein Kaffee bitte. Wo sind meine anderen Nahkämpfer? Sind die weg mittlerweile? Erobern. Gegner sind jetzt ja keine. Da sind Gegner. Oh. Du sollst nicht trainieren. Achso, nee, das sind die eigenen. Das sind unsere. Oh, da sind sie. Hier, dürft ihr auch erobern. Haben wir das jetzt echt geschafft hier? Das sieht gut aus. Der Gegner hat keine Armeen mehr. Und ich glaube, der hat auch keine Einwohner mehr. Der hat überhaupt nichts mehr hier. Der kann überhaupt keine Armeen mehr machen. Wobei, ich bin mir da immer nicht so ganz sicher. Das hat, soweit ich weiß, immer, der kann auch einfach so irgendwelche Gegner, irgendwelche Armeen aus dem Lager zaubern. Aber das kann man nie so ganz genau sagen. Habe ich den Eindruck. Kann auch falsch sein. Aber ich hatte zumindest bei Black and White 2 den Eindruck, das schummelt manchmal so ein bisschen. Ne? Plötzlich hat er eine Armee, obwohl es eigentlich keinen Grund gehabt hat. Aber immerhin, das Lagerhaus, da ist kein Getreide mehr. Das heißt, da kann er das schon mal nicht mehr herhaben. Aber es sieht ganz gut aus. Wir erobern das. Wow, wunderbar. Wir erobern das. Sieht aber echt ganz gut aus. Auch hier die ganze Gegend. Die Wolken haben sich leicht verzogen. Ist schön. Eigentlich möchte ich jetzt hier bleiben. Jetzt, wo wir gerade gewonnen haben, behaupte ich mal, da sieht es doch ganz gut aus. Was soll jetzt schon da kommen und uns... Okay, wir haben nicht gewonnen. Wo kommen... Ne, habe ich ja gerade gesagt. Wo kommen die jetzt plötzlich her? Haben die jetzt alle meine Armeen hier kaputt gemacht? Nee, nicht nehmen, angreifen. Ich habe dich aus meiner Stadt gejagt. Ja. Du hast mich unterschätzt. Ja, du bist auch ein elender Cheater. Sau. Hier, nehme ich halt meine Superarmee. Meine fünf Bogenschützen. So, erobern. Ich habe das echt nicht gesehen, dass die da jetzt plötzlich bei waren. Vor allem, wo kommen die her, solche Piefkes? Plötzlich. 30, das muss reichen. Zack. Die machen das eben. Schildi. Warum habe ich die Leine in der Hand? Sie prügelt jetzt hier alles kaputt.
Sie kann das alleine nicht erobern. So, hier, Stimmung machst du gut. Ja, toll, jetzt schmeißt du mit Wasser nach uns. Wie gemein. Nein, unsere Schildkröte ist aus Zucker, die schmilzt gleich. Gut, das Blöde ist, wenn wir das erobern, werden wir noch 5% böser. Das heißt, wir werden böse werden, zumindest zum gewissen Teil. Man erkennt aber noch nichts an den Gebäuden. Hier ist noch nicht wirklich was zu sehen. Wo so leichte Ranken kommen hier schon hoch. Da, so. Jetzt werden die Ranken noch ein bisschen stärker gerade. Nur weil ich in der Nähe bin. Das finde ich unschön. Plan wird sein, in der nächsten Welt, in der nächsten Insel, die ersten Dörfer durch Eindruck zu gewinnen, falls es denn so einfach möglich ist, weil das, dann werten wir unsere, ne, unseren Dings hier wieder ein bisschen auf. Ansonsten so wirklich gute Taten, außer hier und da mal ein bisschen heilen und sowas, gibt's eigentlich kaum. Man kann natürlich den Leuten hier helfen, das Getreide einzulagern und sowas, aber es hält sich alles in Grenzen, habe ich den Eindruck. 12,1%. Hier sind meine paar Leute. Das reicht vollkommen. Vielleicht erobern. Was macht Schildi? Wo ist er? Da. Sie darf mal hier vorne bleiben, falls irgendwelche Gegner kommen. Die müssten ja hier hochkommen oder hier vorne rauskommen vielmehr. Sie kann das Ding kaputt machen. Sie macht die Kaserne hier kaputt, dann kommen da keine Leute mehr raus. Aber sie kann da nicht, solange sie angeleint ist. Das ist... Ja, ich muss das nochmal lernen. Die Katapulte stehen auch sehr schön hier. Ich möchte die eigentlich gerne mitnehmen hier. Die sind so cool. Das sind unsere eigenen. Zumindest das eine hier, dass man was... Wie viel Schaden das Ding macht. Das schießt mit Feuerbällen um sich. Allein das ist eindrucksvoll und cool zugleich. Ja komm, das Ding ist kaputt. Haben sie noch irgendeine Kaserne hier? Die haben hier ein neues Katapult. Wo haben die denn eine Katapulterie hier? Da unten ist noch das andere Ding. Hier, zack. Angreifen und das muss auch noch angegriffen werden. Kann ich mit dem Katapult das andere kaputt machen? Angreifen. Ja, kann ich. Das ist sogar in Reichweite. Oh. Oh. Was war das denn? So, Schildi, hast du schön gemacht. Jetzt auch noch das andere. Attackieren. So. Da kommen unsere Leute. Ey, der trifft auch nicht wirklich. Hier kommen dann das auch noch. Hallo, kann er da mal treffen? Nicht auf die Schildkröte. Dann sollten zumindest die drei Produktionsgebäude für die Waffen des Gegners kaputt sein. Was? Du schläfst bei dem Gebäude? Ja, meinetwegen. Erstmal kannst du vielleicht hier das Ding kaputt machen. Das wäre auch eine feine Sache. Wir erobern das heldenhaft und furchtbar schnell. Hier, zack, ihr kommt dahin. Macht mal hinne. Das Erobern dauert halt immer so eine ganze Weile. Gut, das gut, ich hätte auch die einfach noch mitnehmen können. Die sind auch schon Level 2 oder Stufe 2. Die sind hier auch gut dabei. Ich weiß gar nicht, ob die Bogenschützen dann auch plötzlich mit Feuerpfeilen schießen. Auf jeden Fall werden die halt mit jeder Stufe besser. Deswegen ist es eigentlich ganz sinnvoll, wenn man große Armeen hat, die man eventuell noch immer wieder auffüllen kann, weil der Rang, der sollte ja dann bleiben. Also, dass die nicht sofort im Kampf, ne, wenn man die da hinschickt, dass die nicht sofort umgeblasen werden, wie im Herbst so ein paar Blätter, wo so ein Laubgebläse mal drüber geht, sondern dass man dann quasi einen richtigen Baum hat. Den fegt man ja auch nicht einfach so weg. Das Laubgebläse des Krieges halt. Und die oben, indem die da einfach rumfuchteln. Ist ja schön.